Und wir spielen Rackel. In der Sternenkammer. Sternenkammer. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Composition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Hallo, Ying. Los. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Haben wir ja. Ich kann nur eine Person fahren. Drei gefunden. Stimmt. Oh. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Unsere Forscherkumpel waren wohl. Ach so, ich konnte nichts auswählen. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Da. Ich hab's. Okay. Du suche die Kammer. Sprich mit deinen Verbündeten. Ich soll mit Jason sprechen? Oh Gott. Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Ja. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Die sind alle sehr gefühlsduselig da irgendwie. Warte mal, ich guck mal hier. Oh, Steintafel. Was? Wer war mit der Brille? Ja, und wer war sie mit den... Na, sie war hier Nervi. Aber Nervi hatte doch nicht so eine Haare. Olat ist schon wieder Teil vom anderen Spiel gewesen. Also okay, das kann natürlich sein. Ja, es kommt ja demnächst ein neues The Devil in Me. Oder The Devil Inside Me. Ja, stimmt. Egal, wir werden spielen. Stay tuned. Ja, was haben wir hier? Hans Victim. Jagdopfer, pflanzt Parasit ein. Parasit reift heran, wird, stirbt. Parasit übernimmt den Körper. Ja. Circle of Life. Okay. Hier drüben. Untersuche die Stele. Warte mal, jemand noch nicht zu Salim? Nicht zu Salim, okay. Jemand. Ein Tisch hier? Muss man da zu nehmen. Tisch. Oh, okay. Ah, unleserlich. Wunderbar. Sie kommen. Wir müssen es hier beenden. Mit unleserlich. Wenn mir noch genug Zeit bleibt. Das ist meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die unleserlich. Keiner von ihnen. Ja, hat wenn man es mal immer gelesen hat und verstanden hat. Ich gebe aber zu bedenken, dass irgendein Hirni da einen Tisch runtergeschleppt hat. Ja, auch hier die ganzen Kisten. Guck dir mal hier an, was wir hier noch so alles haben. Also. Was haben wir hier? So, zu Hampton Pullman. Bestellung, neue Ausrüstung, Spitzhacke, 12 Mal, Seil mindestens 300 Meter.
Sperrholzkisten mal 29 extern, super. So, 1,20 Meter mal 79 mal 51. Bogenlampe 20 mal plus Generator, Brechstange 4 mal, Gasmaske 6 mal EVH. Wo sind die Sachen? Ich würde gerne so eine Gasmaske mitnehmen. Ich hätte gerne so eine Kiste. Einfach so eine Kiste. Warte mal, dann können wir mit ihm noch reden. Ich weiß, dass wir da hinten noch was hatten. Noch mal ganz kurz gucken. Hier haben wir noch Salim. Aber wir hatten hier noch was Kleines zum Lesen. Das ist schon ein Zettel. Und oh, auch ein Lied. Schön. Und? Ach so. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreatur herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen, aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation. Cetus, von der Erde aus gesehen. Kamen wir von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reichen? Keiner weiß es. Und jetzt noch. Highway to Hell. Gucken wir mal, was Salim so hier hat, so fein ist. Und warte mal, da geht's weiter. Nee, dann reden wir vorher nochmal mit Jason. Mit Jason? Machen wir das. So, komm her hier. Könnte ich nur nochmal die Sonne sehen. Sonne und ein kaltes Bier. Alle wissen jetzt über Nick und dich Bescheid, oder? Ist besser so. Geheimnisse hin oder her. Sie machen einen nur krank. Tolles Gespräch, gutes Gespräch. Gutes Gespräch. Wo ist denn eigentlich Eric? Da hinten. Nee. Wo ist Eric? Hier war die Steintafel? Wir haben jetzt mit jedem bis auf Salim geredet, aber Eric ist weg. Obwohl er ja die UV-Lampe angeblich repariert hat. Warum ist hier eigentlich noch so ein Eingang? So ein Durchgang? Ja, warum liegt da Strom? Wer weiß es? Keine Ahnung. Kann ich zurückgehen? Nee, geht auch nicht. Okay, Eric ist... Ach nee, da ist Eric. Da sitzt er. Und hält sich sein... Okay. Er schraubt noch ein bisschen an seinem Bein rum. Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Oh, ist ja gut, ey. Ja, komm hier. Kümmern, was auch. Fuck. Was rede ich da? Was stimmt nicht mit mir? Rachel, alles okay? Rachel. Geht schon. Mir geht's gut. Mach das selbst. Okay. Ja, da merkt man. The parasite. Take over her. Geht's nicht mehr so gut. Geht nicht gut. Alles okay? Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Eine Halbton, das Cetus, arabische Leiter. Der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Okay. Nein. Ja, mach doch.
Versuche jetzt nur ihn umzuspiegeln. Aber er macht nicht weiter. Ich doch so, ne? Ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt, keine Ahnung. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Ich hab sie gesehen. Wie könnten sie die das sind da überall. Fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit. Wahnsinn. Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Rachel? Rachel! Oh shit, Rachel! 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 Rachel, sieh mich an! Es ist in mir drin. Nichts machen, ne? Tut mir leid. Also. Na denn? Komm zum Schluss. Rachel! Lass bitte. Oh Gott. Okay, wir haben Rachel verloren auf jeden Fall. So, ich werde mal kurz Rachel abhaken hier an meinem Buch. Ja, wir hätten es auch sein lassen können, aber dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Ja, aber also, damit schaffst du doch nicht alles, oder? Also. Ich würde auch sagen, nee. Shit, die Schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Wir haben Rachel verloren. Und Schwester. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit?
Oh ja. Okay. Dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ich bin für Eric. Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Das hätte jetzt Rachel schön machen können. Wir machen's zusammen. Hey, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Was war denn das gerade so? Überlegt er gerade, hier biegt irgendwie die Lampe? Nö, mein. Weil wahrscheinlich eine Option, die wir jetzt nicht mehr hatten. Stimmt. Meinst du, weil ich Rachel umgebracht habe? Ja, wahrscheinlich, weil wir vorhin kein Kaugummi genommen haben oder was. Wer weiß schon, wie das verstrickt ist miteinander. Kann ich auch zoomen? Da ist ja irgendwas. Kannst du ihn noch hinweisen? Schwer zu erkennen. Wahnsinn. Ah. Wie schwer zu erkennen? Was ist denn daran schwer zu erkennen? Wo ist er hin? Links vor ihm! Die Kokons vor dir brechen auf! Ja, okay, alles klar, du musst ja so ausscouten. Wo ist er denn hin? Steht er noch drin? Nicknack! Erste Ladung platziert, jetzt kommt auf. Erste Ladung platziert. Roger, Roger. So, weiter? Wo lang? Links, rechts. Jetzt auch aus, hier, ja, jetzt rächen sich natürlich die ganzen kleinen Ansehkomponenten irgendwie, die wir vorher im Spiel gemacht haben. Wie zum Beispiel seine Verletzung. Oh oh. Das war ein Stich ins Wespennest. Das schafft Nick. Eieieiei. Der ist aber ganz schön schnell da angekommen. Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Kann ich jetzt irgendwas machen? What? Was willst du tun? Zieh uns zurück. Echt? Ja, okay. Ah, schade. Komm zurück. Ach so, haust dein Kreuz. Nee. Klang jetzt. Das war vielleicht doch nicht so gut. Sehr endgültig gerade. ja, was? Gott! Drück den Knopf! Ja, das war jetzt nicht so erfolgsgekrönt. Vor allem, Eric die ganze Zeit macht da nichts oder was? Ich dachte, der ist der Oberguru. Ja,
Okay. Oh nein, jetzt rennen sie alle da durch. Wie? Jason. Was? Wo klettert er denn jetzt auf einmal wieder hoch? So leicht dezente Anschlussfehler. Gott zur Hölle, es zerlegt. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Okay, plötzlich Salim brennt alles. Er lebt noch. Ja. Und Salim ist doch noch irgendwie Salim am Leben. Komm schon, was? Hörst du mich? Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire. Na, holt ihn raus. Holt ihn raus. Was überlegst du noch? Wenn wir zurückgehen, sterben wir auch. Er ist praktisch tot. Wir müssen weg. Das wird jetzt interessant. Was ist deine Entscheidung? Der Mann gehört nicht zu uns. Kein Mann zurücklassen! Okay. Kein Mann zurücklassen! Salim gehört Salim zu uns. Salim ist unser Buddy, Alter. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Okay. Let's go. Ja, komm, ein bisschen. Bisschen patriotischen Epos müssen wir jetzt hier noch auspacken. Das war noch zu wenig in diesem Spiel. Na, perforiert! So, machen wir uns nicht vor. Wäre Eric jetzt an der Reihe gewesen zu entscheiden, ja, dann hätte die Entscheidung anders ausgesehen. Oh. Knappes Ding, aber okay. Ja. Ins Gesicht. Boah, das war das Gesicht nicht. Mensch. Na, Salim muss seinen Stock aufhalten. Seine Eisenspange, seine Rostjack. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden. Albert aus mit diesen zwei Zehen da vorne, wa? Ja, sie. Buddy. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Nein, falsche Taste. Oh. Jason. Ah, Jason ist leider auch draufgegangen. Sorry. Das war jetzt wirklich die... Ich hab B statt X gedrückt. Ärgerlich. Als ob der Aufzug noch fährt. Wo zur Hölle ist Jason? Ja, zieh eins an eins zusammen. Ja, falsche Taste gedrückt. Salim, sag's ihm. Für mein Leben. Für meines. Er hat ihn erwischt. Dieser Mann. Er hasste dieses Land. Und hat dich gerettet. Du lügst. Jason. Es nützt nichts. Er wird da doch mal mitkommen. Er ist tot. Fuck, lass mich in Ruhe. Jason! Was willst du jetzt machen? Willst du jetzt da runterspringen oder was?
Naja, er hat jetzt gerade seine Geliebte verloren. Er hat anscheinend noch seinen besten Man in Arms verloren. Oder Brother in Arms. Mal von den ganzen psychischen Stress, der die ganze Zeit auf einen einwirkt, mal von dir abgesehen. Los! Boah, da kann man schon mal kurz austicken. Ich komme gleich nach. Macht jetzt jeder von euch 40 Minuten extra los oder was? Kommt gleich nach. Ich muss nochmal schnell Bibi hier. Siehst du etwas? Was hat er denn da gesehen? Nick. Ja. War das Rachel? Oder der Kurator? Und wo ist Salim schon wieder hin? Salim kommt gleich. Achso, da ist er schon wieder. Hat er doch gesagt, er kommt gleich. Also manchmal sind die Enden schon ein bisschen komisch. Ja, die Verzahnung ist halt nicht hundertprozentig passend. Wahrscheinlich irgendeine völlig abstruse Art und Weise dieses Schmetterlingseffekts freigespielt haben. Vor allem waren da nicht auch noch lauter Viecher? Ja. Und hier kamst du auch nicht so einfach rüber an die Treppen. Da war da ein Riesenabgrund vorher. Okay, das war's jetzt oder was? Jetzt sind sie jetzt raus aus der Höhle? Siehst du, wie sie ganz prollig sich so ein Bier reinpfeift, Alter. Schön am Strand. Landezone. Okay, drei Leute haben es rausgeschafft. Von wie viel waren wir? Sieben? Na, Rachel, die andere, der Typ. Der andere, der Typ, der andere Typ? Der Kumpel vom Typ? Nee, der General hier, der. Gunny war nochmal bei. War nur dem mit der Brille. Ist der auch unten gestorben? Das zweite Mal. Ach so. Dann noch die. Nervige? Ja, die meinte ich. Genau, die. Die eine. Bestätigen. Evac wird vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. Warten. Over. Warum freuten sich Salim so? Verstärkung ist unterwegs. Ja, gut. Wir haben sie besiegt. Aber Ankunft in 5 Stunden, danach ist es doch bei ihm für ihn noch, sagt wieder Kacke. Frieden. Danach ist Guantanamo für ihn. Ist so still. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Macht halt doch zu. Er macht sich sicher schon Sorgen. Springt doch. Eine Sonnenfinsternis? Echt jetzt? Was für ein beschissenes Timing ist das denn? Das kann nicht wahr sein. Und jetzt kommen sie bestimmt alle nach oben, oder? Das ist ein glücklich Spinner. Also, ein beschissenere Timing kann man da ja nicht haben. Super Stange. Das ist geil. Sicher den Raum. Ja, eigentlich müssen wir kurz nur aushalten, ne? Und dann. Ja, normalerweise ja. Dann kommst du dann immer, Baby. Allerdings, wenn die Nacht kommt. Wie lange wird's dunkel? 6 Minuten. Wir müssen nur durchhalten. Das 6 Minuten. Wir nicht. Beschwer dich doch beim Mond! Sie dringen hier ein! Sehr gut! Wir
schicken Sie zurück in die Hölle! Es ist viel zu viele! Shit! Mein letzter Clip! Verdammt, was machen wir jetzt? Hattet ihr nicht noch Granaten? Ach, guck mal, hallo! Leuchtgranaten! Das sind Leuchtsignale! Zünden! Wir halten sie auf! Was Leuchtfackeln, Kinder, Leuchtgranaten? Ah, nee, nicht doch jetzt hier. Der Sprinter! Husse ihn Bolt! Das ist aber wirklich was unangenehm. Oh! Er hat gerade einen Superman-Punch? Voll die Geräte abgebrochen, ey. Oh Mann. Und jetzt knickknack, Alter. Eric. Ins Gesicht. Los, gib ihm! Gib ihm! Für Jason! Schmeckt dir das? So, Werbung, Curry 36. Es war mir eine Freude. Let's go. Okay, Nick. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit den Quick Times? Ich komm nicht mehr hinterher, Freunde. Alter! Krass! Gott! Respekt, mein Freund, Respekt! Ich hab heute schon zweimal verkackt. Und wenn jetzt nochmal Jason kommt mit Quick Time oder Salim, dann krieg ich jetzt einen Anker hier. Ja, bestimmt. Bitte nicht! Oh, die Sonne kommt wieder! Aha! Jetzt heizt am Arsch, Freunde! Das sehen wir uns doch in die Segel, sehr schön. So einen großen Stöpsel kannst du ja nicht finden, wa? Irgendwie für dieses Loch. Nee. Kannst eigentlich nur gucken, dass du alles irgendwie da drunter in Schutt und Asche legst, alles verschütten lässt. Irgendwie so eine Art. Ja. Ah. Nur Zeit für die Moab. Ich muss zu meinem Sohn. Ein Souvenir. Deswegen wird er sich wahrscheinlich an die Wand hängen. Genau, ein Souvenir.
Ach, geh nach Hause, Salim. Du hast es verdient. Ja. Ende gut, alles gut. Naja. Das ist schon noch besser hingekriegt. So, da kommen schon die Blackhawks. Da. Bringt uns bloß schnell hier raus. Ja, komisch. Salah, so ein halber Batman von sich hin tot. Anscheinend nicht. Völlig normal. Völlig normaler Tag im Irak. Oder sie kommen jetzt in die Quarantäne. Und werden erstmal 5 Wochen untersucht. Ja, die werden wohl, obwohl, er kann auch Glück haben hier von der CIA, der andere wird wahrscheinlich kein Licht mehr sehen. Hartmann, eine schreckliche Analsonde ist in dir! Jetzt muss aber bestimmt noch mal der Kurator kommen, oder? Na bestimmt. Oh, da hinten sah aus die Kerzen. Leider. Die jetzt noch stehen, die standen frei. Und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Warum war das eine Denkmal jetzt am Hintergrund? Tja, okay. Ihr Lieben. Nice, das war House of Ashes. Who are you? Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir, was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Bahnfreiheit. Musst du es hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gewesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Coldjack Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Gefallen. Todesursache? Bin kein Arzt, aber ich denke, es war die riesige Brustwunde. Sie haben einen Speer daraus gezogen. Ein Speer? Sumerisch, wie es scheint. Das geht in die Geschichte ein. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Pech gehabt. Er ist weg. Was soll das heißen? Ist abgehauen, bevor das EVAC-Team aufkreuzte. Ist vielleicht schon über die Grenze. Gerissener Mistkerl.
Warum wollte Kolchek wohl seine Hilfe? Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Nehmen wir mal diesen Wecker ausschalten. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich hat fast niemand aus Ihrem Team überlebt. Und damit muss ich leben. Sprechen wir über Kalos. Mein Gott. Man kann sie kaum noch identifizieren. Kennst du ihr Profil? Ja. Sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war's örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Ja, ich hab das jetzt, diese Sequenz halt nicht verstanden. Warum war das jetzt damit dran, irgendwie? Ich hab keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie irgendwie die Masken abnehmen und dann kommt irgendwie so ein Plot-Twist, weil dann irgendwie jemand zum Vorschein kommt, der eigentlich gar nicht mehr überlebt hätte oder so. Oder blau, die nächste Story. Ja. Schade. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber naja. Ja, wahrscheinlich wurde uns bloß nochmal vor Augen geführt, wer jetzt noch lebt und wer nicht irgendwie. Toll. Ja. Fanny, sag mal was, wie hat's dir gefallen? An sich super. Also wie immer bei den ganzen Games, die wir ja so von denen spielen, von der Anthologie, finde ich das ja wieder klasse gemacht, klasse alles in Szene gesetzt, würde ich wirklich sagen. Story an sich war auch eigentlich ganz catchy. Ich habe heute leider Gottes zweimal gefailt mit meinen Quicktimes. Ich hätte gerne ein paar mehr mitgebracht. Naja, zweimal ist keinmal. Ja, aber ich habe einmal dieses, weißt du, ne, mit dem Herzklopfen und dann zwei Tasten verwechselt. Und ja, ärgert mich ein bisschen. Aber bin heute auch nicht so ganz auf der Höhe, daher hoffe ich, dass ihr mir ein bisschen das Ganze entschuldigen könnt. Und ansonsten hat mir das Game aber an sich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall, also, fand es halt auch sehr krass. Die Gruselkomponente ging jetzt ein bisschen unter, im Gegensatz zu Little Hope und Man of Mean. Also, der Teil war eher so ein bisschen Actionlast, ja, irgendwie. Aber wie gesagt, ich hab's glaube ich schon an die 2 Trillionen Mal gesagt, irgendwie mega geil inszeniert das Ding irgendwie. Und ja, okay, war jetzt keine Oscar-reife Story dahinter, irgendwie muss es aber auch immer nicht sein. Ne? Nehmt einfach als solches, wie war, war unterhaltsam. Und also ich weiß nicht, der nächste Teil wurde ja schon angeteasert. The Devil Inside Me. Benny? Der wird kommen, auch bei uns auf dem Kanal. Der wird kommen. Bei uns auf dem Kanal. In dem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao. Tschüss.